Hallo und willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen Video von Maybe Perfect. Heute geht es um ein extrem wichtiges Thema. Es geht nämlich um Bobbypins bzw. Haarnadeln. Vielleicht erinnert ihr euch, ich habe vor 3 Jahren auch zu Maybe Perfect schon mal ein Haarnadeln richtig feststecken Video gemacht und ich bin der Meinung, dass dieses Video nicht genug Relevanz hat und finde, ein paar Tipps noch zu ergänzen oder war nicht ganz korrekt. Das ist echt so ein Thema, damit strugglen einfach die meisten. Und immer wenn irgendwer meint, oh, ich kann deine Frisur nie nachmachen, dann liegt es ganz, ganz oft daran, dass Leute auch nicht feststecken können. Ich bin aber heute da, um euch zu helfen und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wir fangen wirklich ganz von vorne an und zwar brauchen wir erstmal die richtigen Bobbypins. Das ist das Allerwichtigste, wenn ihr mich fragt, dann habt ihr schon die halbe Miete. Vielleicht kennt ihr ja diese Art von Bobbypins. Das sind meiner Meinung nach die allerschlimmsten und immer wenn ich welche bei mir entdecke, dann schmeiße ich die sofort raus. Sofort landen die im Müll bei mir. Die sind einfach nur super, super spitz, tun höllisch weh. Oh, die reißen mir ja jetzt schon die Haare raus. Das gleiche gilt für Bobbypins, die ihre Noppen vorne verloren haben. Und dann gibt es auch noch diese Haarnadeln. Die sind schon so gemacht, dass sie ja geöffnet sind, haben hier auch so ein paar Riffel, wie ihr sehen könnt. Und das hier sind meiner Meinung nach die allerbesten. Das sind ganz normale Bobbypins, wie ich sie gerne nenne. Ich bekomme meine bei Rossmann und da kaufe ich mir dann immer gerne mal so 5 Päckchen, damit ich einfach genug auf Vorrat habe. Das Besondere sind eben diese Riffel, auf die ihr achten solltet. Die helfen euch nämlich später beim Feststecken, dass die auch dann halten. Das heißt, wenn ich die jetzt hier reinschiebe, dann hält das und das verkantet so ein bisschen. Machen wir doch erstmal einen Dutt. Erstmal ein bisschen runter. Okay, also ich beginne meine Dutt sowieso immer damit, dass ich die Haare eindrehe. Ich halte hier ziemlich stramm fest. Und dann drehe ich die quasi um sich selbst nochmal. Und die Enden, die ziehe ich immer so ein bisschen darunter, damit das dann ja einfach weg ist. Wenn ihr jetzt nur ein Haargummi dumm macht, klar, das hält ein bisschen, aber es ist nicht wirklich stramm. Und ich möchte es ja wirklich bombenfest haben. Deshalb halte ich den mit einer Hand fest. Meistens ist es bei mir die rechte Hand, damit ich es gut im Griff habe. Und jetzt schnappe ich mir mein erstes Bobbypin. Und zwar sammle ich mir immer eine ganz kleine Haarsträhne. Und jetzt ist mein Ziel, dass ich ein paar Haare von der Kopfhaut mitnehme. Und zwar ganz nah neben dem Dutt. Und dann werde ich das Bobbypin ganz reinschieben. Ich führe meinen Bobbypin eigentlich nur an der Kopfhaut vorbei. Die Haare kommen automatisch mit. Und ihr seht, ich habe den Daumen unten. Und hier oben kann ich Spannung aufbauen mit dem Zeigefinger. Das bedeutet, ich drücke mit dem Zeigefinger. Wenn ich es einmal umgedreht habe, kann ich es dann mit dem Daumen reinschieben. Und ihr seht, das hält jetzt eigentlich schon mal ganz gut. Manchmal reicht mir wirklich ein Bobbypin, um meinen Dutt bombenfest zu kriegen. Also wieder hier oben in ein paar Haare rein. Das sind nicht viele. Wenn ihr nämlich zu viele nehmt, dann biegt ihr euer Bobbypin auf und dann hält es nicht mehr. Dann führe ich das an meiner Kopfhaut entlang und ihr seht, mein Daumen geht direkt runter hierhin. Der führt das so ein bisschen und oben baue ich die Spannung auf. Und dann kann ich es reinschieben. Ich kann es auch nur mit einem Zeigefinger machen, einmal rumdrehen, reinstecken. Jetzt habt ihr schon einen Dutt und der ist nur mit Bobbypins befestigt und hält schon mal ziemlich gut. Und wenn ihr das hinbekommen habt, dann habt ihr auch schon das wichtigste Prinzip vom Feststecken verstanden. Ich würde euch sehr, sehr, sehr ans Herz legen, das am besten an einem Dutt zu üben. Wenn ihr Stufen habt, dann müsst ihr immer ein bisschen die kleinen Härchen mit wegmachen. Das ist eine sehr gute Übung. Und wenn ihr das habt, dann können wir uns weiteren Aufgaben widmen. Wenn ihr bei irgendeiner Frisur so kleine Rausgucksträhnen haben, also das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ihr versteht, was ich meine, dann wickel ich mir die jetzt in dem Fall einmal kurz drum. Und jetzt habe ich hier das Ende und ihr könnt jetzt 2 Methoden anwenden. Einmal könnt ihr einfach einen Bobbypin nehmen und es an das Ende von dieser Strähne machen. Und jetzt würde ich einfach nur dieses Bobbypin nehmen und es eben in meinen Dutt stecken. Jetzt hält es aber nicht so ganz und ihr seht ja, dass diese Strähne hier lang verläuft. Und deshalb würde ich mir jetzt einfach wieder einen Bobbypin nehmen und nehme mir so ein paar Haare von hier oben wieder am Kopf entlang und so. Das heißt, ich habe es einmal hier fixiert und einmal hier. Übrigens solltet ihr bei Bobbypins nicht so sparsam sein. Ich habe gut und gerne mal 10 bis 20 Bobbypins im Haar, wenn ich eine Frisur habe. Also das ist gar nichts. Habt immer genug auf Vorrat. Was ihr bei mir wahrscheinlich auch nie sehen werdet, ist, dass ich Haare mit einem Bobbypin wie so eine Art Haarspange einfach benutze. Ich nehme einfach die Strähne und mache die so drauf.
das würde ich niemals machen. Das hat, glaube ich, mein 13-jähriges Ich ab und zu gemacht und ich bereue es. Zum einen fällt es super schnell raus. Also ich meine, die halten ja nichts, diese Bobbypins. Bobbypins sind dafür meiner Meinung nach einfach nicht gedacht. So, also mein Bobbypin ist voll ausgelastet und tut nicht mal seinen Job. Und jetzt hole ich es raus und es ist einfach direkt verbogen. Was ich aber mache, ist, dass ich jetzt zum Beispiel eine Strähne nehme und wenn ich die jetzt aus dem Gesicht haben möchte, teile ich mir die ab und drehe mir die zum Beispiel ein kleines bisschen ein. Was ich jetzt mache, ist, dass ich das Bobbypin leicht öffne und gehe dann eben in eine kleine Strähne von dem gedrehten rein und drehe es entgegen der gedrehten Strähne. So, das ist jetzt noch nicht ganz fest, aber ich glaube, man sieht das Bobbypin nicht. Ja, perfekt. Wieder hier so eine kleine Strähne von dem gedrehten und schiebe es dann entgegengesetzt dieser Strähne rein. Bestenfalls kreuzen sich diese Spangen auch, dann halten sie noch besser. Und falls sie wirklich ganz auf Nummer sicher gehen möchte, dann nehme ich mir noch einen Bobbypin. Und diesmal lege ich aber Wert darauf, dass es einfach nur eins dieser Bobbypins kreuzt. Das heißt, ich will jetzt gar keine Strähnen groß erwischen, sondern jetzt habe ich quasi irgendwo da eine Strähne gekreuzt. Und jetzt haben die sich verhakt. Und jetzt sollte euer Bobbypin um Welten besser halten. Klar, in dem Fall sieht man es jetzt. Aber ich glaube, ihr versteht die Idee dahinter. Ich hoffe jetzt wirklich so sehr, dass ich euch weiterhelfen konnte. Und dass ihr euch nicht immer denkt, hä? Ich glaube, das kann manchmal ein bisschen verwirrend sein und vor allem auch entmutigend. Aber ich mache euch hiermit Mut. Versucht auch mal Frisuren, die ihr vielleicht denkt, dass ihr die nicht hinbekommt, nachdem ihr Festchecken gelernt habt. Ich würde mich sehr über ein Abo freuen, das könnt ihr hier machen, denn ich lade im Mai jeden zweiten Tag ein neues Video hoch. Schickt mir unbedingt Fotos, wenn ihr es hinbekommen habt und schreibt mir auf jeden Fall generell, wie es geklappt hat. Und zwar an den Hashtag MaybePerfect auf meinen Social Media Seiten. Hier verlinke ich euch mal die MaybePerfect Video Playlist mit den letzten Videos und hier verlinke ich euch das Video, wo ich euch das letzte Mal Hochstecken gezeigt habe. Vielleicht ergänzen sich dann einige Fragen von euch. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag und wir sehen uns übermorgen zu einem neuen Video wieder. Bis dann. Tschüss.